Schaust du gerade ein Video? Bist du gerade auf YouTube? Auf meinem Kanal? Jeder kennt diese dummen Fragen. Und wir hoffen alle, dass diese unnötigen Fragen immer rhetorisch gemeint sind. Deswegen zeige ich euch heute ein paar dieser unglaublich wichtigen Fragen. Also ich habe mir meine Haare geschnitten und getönt, was man jetzt, glaube ich, vielleicht auch nicht sieht. Aber ich habe schon so viele Fragen gehört. Und die waren immer gleich und gleich dumm. Wie schafft man sowas? Wie? Hast du sie gefärbt? Nee, die waren einfach plötzlich so und ich bin einfach so aufgewacht. Hä, hast du dir die Haare geschnitten? Nee, geschnitten habe ich sie auch nicht. Die waren ja nicht so lang. Nee. Vegetarier werden diese Situationen wahrscheinlich sehr gut kennen. Leider. Ja, und was ist mit Fisch? Nein, ich bin Vegetarier. Da isst man keinen Fisch. Ja, sag mal, trinkst du auch Milch? Ich bin Vegetarier, kein Veganer. Ja, ist es nicht ungesund, so ohne Fisch und Fleisch? Das gute Fleisch, mein Gott. Oh Mann. Im heutigen Zeitalter gibt es sowas, das nennt sich Internet. Und in diesem Internet kann man googeln. Und da kann man googeln, was Vegetarier und Veganer essen und wer auch sonst immer. Und Vegetarier sein ist nichts Neues. Und immer noch nicht zu wissen, dass Vegetarier kein Fisch und kein Fleisch essen, ist definitiv eine verdammte Bildungslücke. Heutzutage gibt es sehr, sehr viele Technologien, die sehr cool sind, aber viele Leute damit nicht ganz so in Kontakt sind, so wie mit Smartphones oder sowas. Aber trotzdem kommen manche ältere Leute damit nicht so klar. Aber viele dürften diese interessanten Fragen kennen. Kannst du mir mal helfen, bitte? Ja, was ist denn schon wieder? Ja, wie kann ich da jetzt eine App runterladen oder eine Nachricht versenden? Das geht nicht. Wieso hast du ein Handy, wenn du nicht damit klarkommst? Wieso? So, Leute. Ich freue mich, mit euch dieses Video gemacht zu haben. Ich hatte viel Spaß. Und ich hoffe, ihr auch. Und ja, das war jetzt kein weltbewegendes Thema, was ich jetzt hier angesprochen habe. Aber ich fand es mir ein bisschen lustig, so diese Alltagssituationen mit diesen unglaublich wichtigen Fragen mir rauszunehmen und mit euch zu besprechen. Wenn ihr noch andere Themen in Richtung Comedy habt, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Einfach nur das Grundthema und dann überlegen wir es. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Oder ihr könnt hier noch irgendwo ein anderes Video anschauen oder sonst irgendwas. Und bis dann. Tschüss.